Hallo und herzlich willkommen, ich bin Günther LP und das hier ist ein kleines Let's Talk mit dem Thema abogeile YouTuber. Ja, wer kennt diese abogeilen YouTuber nicht? Und ja, ist bei mir letztens so passiert, ich war so ein bisschen auf YouTube, hab mal schön so ein bisschen rumgeguckt und ich habe auch so ein paar Videos von kleineren Let's Playern gefunden und was mir da aufgefallen ist, dass sie, egal ob in ihrer Beschreibung oder im Video oder im Titel vielleicht sogar, überall um Abos betteln und das finde ich doch persönlich doch ganz schön arm. Also, ne, ist alles schön und gut, wenn man sagt, hey, kannst mich abonnieren, aber jetzt wirklich drum betteln, das ist einfach nur schlecht, ja, also, ich weiß nicht, das sind immer diese Leute, die einfach so total viel, ja, Aufmerksamkeit haben wollen oder die ganze Zeit Fame haben wollen, weil sie, das keine Ahnung, im Real Life nicht haben, also im echten Leben nicht haben oder so. Das kann ja alles sein und die meisten, die wollen auch nur so berühmt werden und Stars und tralala und trilalo und deswegen betteln die und Abos, damit die immer größer werden und so weiter und so fort. Deswegen machen ja auch viele Sub for Sub oder Box for Box oder ach, was es da auch noch alles gibt, ne? Aber so ist es natürlich nicht nur bei kleinen YouTubern, vorwiegend bei Let's Playern ist das so, ne? Also das findet man ganz, ganz oft bei diesen kleinen Let's Playern mit ultimativ schlechter Qualität, die dann noch so um Abos betteln und so weiter und so fort. Und das ist schon echt schlimm. Aber das gibt es eben halt, wie gesagt, nicht nur bei kleinen YouTubern, das gibt es auch eben halt bei großen YouTubern. Ich spreche da jetzt mal Namen an wie S-Imon Desuel oder eben halt Herr Tutorial. Das sind eben halt so zwei Bekannte, die eben halt sehr... ja, auch bekannt dafür sind, öfters mal um Abos oder Daumen hoch oder Favos oder teilen, irgendwas, ne, die Zuschauer auffordern. Aber natürlich muss man da jetzt auch mal ein bisschen differenziert sehen, ne, man kann natürlich auch niemals nicht sagen, abonniert mich oder so, ne, weil, klar, man sagt das mal einem Witz, so als Witz oder so, oder man sagt das mal, man sagt das einfach mal so, ne? Und es gibt natürlich da auch so ein paar legitime Mittel, mit denen man das machen kann. Oh, ich weiß nicht. Zum Beispiel, wenn man am Ende des Videos so einen Abo-Knopf hat, ne? Also wenn man da so ein Bild einspielen lässt und da steht dann, keine Ahnung, Abo-Fragezeichen und wenn du dann auf dieses Abo-Fragezeichen drückst, dass du ihn dann abonnierst. Ich denke, das ist noch ein relativ legitimes Mittel, auch wenn sowas natürlich auch sehr, ne? Sehr meine Meinung ist und wahrscheinlich nicht eure Meinung, aber dafür haben wir ja das Kommentarfeld. Und ja, was finde ich auch noch ein legitimes Dingsbums ist, ein legitimes Mittel, ist eben halt, wenn man sagt, hey, wenn es euch gefallen hat, könnt ihr ja ein Abo da lassen oder irgendwie sowas in der Richtung. Ja, ich finde, sowas ist noch legitim. Mir ist gerade was runtergefallen, aber egal. Ich finde, sowas ist noch legitim, aber wirklich so betteln darum, das ist schon echt scheiße. Na gut, man muss natürlich auch so sagen, wie sehr man danach betteln darf, zumindest wie ich das finde, soweit man das darf, hängt auch nach der Arbeit ab, die man von dem Video hat. Ne? Also wenn ich jetzt, keine Ahnung, mein Let's Play mache und da dann so ein bisschen 15 Minuten reinquatsche und dann rendere und ja, natürlich noch synchron schneide und sowas, das ist jetzt vielleicht von dem Let's Play, so ein einzelnen Part sind da vielleicht 20, 30 Minuten Arbeit, würde ich jetzt mal so schätzen und dafür... Also, ne, 20, 30 Minuten, das ist noch nicht so ein Video, wo man sagen könnte, hey, los, abonnieren, zack, abonnier mich, ich battle darum oder so. Das kann man vielleicht eher bei aufwendigeren Videos machen, zum Beispiel, ich weiß nicht, Animation oder diese ganzen, ja, Vlogger, die es immer gibt, die sind die meisten ja auch relativ aufwendig und so. Und da ist es, denke ich, schon so ein bisschen, ja, dass man betteln darf, ist schon eher so. Ne, betteln ist das falsche Wort, drum bitten darf, ja. Ja, aber was ich damit euch eigentlich nur die ganze Zeit sagen wollte hier mit diesem Video ist, bettelt nicht um Abos, ja? Das ist einfach das Blödeste, was geht und das bringt euch gar nichts. Das Einzige, was euch das vielleicht bringt, sind Hater und das wollt ihr ja nicht ganz so unbedingt. Hoffe ich zumindest. Wenn nicht, seid ihr irgendwie keine guten YouTuber. Nee? Wisst ihr Bescheid, ne? Alles klar, ist ein bisschen kürzer geworden, das letzte Let's Talk war auch schon so kurz, aber... naja, ist ja alles Pille-Palle, ne? Kann ja mal ein bisschen kürzer ausfallen. Auf jeden Fall hoffe ich, es hat euch gefallen und wir sehen uns auch beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt Let's Talk. Haut rein!